Greetings Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine 5 Top Fashion Idole, also die Personen, die mich in der Modewelt am meisten inspirieren. Nummer 1: G-Dragon. Mit bürgerlichem Namen Kwon Ji-young ist er nicht nur der Leader der K-Pop Band Big Bang, sondern er ist auch Designer, Model und auch Künstler, was zu einer sehr ausgefallenen Modepersönlichkeit macht. Er hat zum Beispiel sein eigenes Modelabel Peace Minus One, welches sehr beliebt und eigentlich immer sold out ist. Ich wollte mir da schon lange mal ein Peace gönnen, aber leider ist es wirklich nahezu unmöglich, sich da ein Peace zu bestellen. Nebst diversen Kollaborationen mit berühmten Künstlern und Designern brachte G-Dragon 2019 einen eigenen Sneaker raus, und zwar hatte er da eine Kollaboration mit Nike. Die Kollaboration Peace Minus One x Nike war so erfolgreich, dass sie schon innerhalb wenigen Tagen alles ausverkauft waren. G-Dragon ist nahezu auf jeder großen Fashion Show oder Gala zu sehen und ist auch oft mit seinen Outfits im Mittelpunkt. Durch das gilt er auch als Trendsetter. Bei ihm inspirieren mich vor allem seine speziellen Kombinationen aus verschiedenen Teilen von berühmten Designern oder auch von seiner eigenen Marke. Sein ausgefallener Style sorgt dafür, dass er international als Fashion-Ikone bekannt ist. Was G-Dragon als Fashion-Ikone ausmacht, ist, dass sein Style sehr außergewöhnlich ist. Er traut sich Dinge zu tragen, die die meisten nicht tragen würden, und das macht ihn zum Trendsetter. Nummer 2: Shai Alexander. Shai Alexander ist ein NBA-Player, der für das Team OKC spielt, also Oklahoma City Thunders. Einer meiner absoluten Lieblingsbasketballspieler, und ich wurde auf ihn aufmerksam durch seinen Style. Er ist nicht aktiv in der Modebranche tätig, jedoch ist er allerseits für seine speziellen Outfits bekannt. Er trägt immer die neuesten und angesagtesten Kleider und Modepieces und hilft auch hier und da mal einem Brand zu hoher Reichweite. Das Faszinierende bei Shai Alexander ist die speziellen Kombinationen, die er trägt, von bekannten und auch unbekannten Designern, die eine große Inspiration mit sich bringen. Nummer 3: Lori Hirschleifer. Das Hirschleifers ist ein Pop-Up-Store, der schon seit 4 Generationen in der Familie ist, und Lori ist eines der Geschwister, die den Laden führt. Durch den Kontakt mit den aktuellsten und modischsten Brands auf der Welt ist sie natürlich immer auf dem neuesten Stand und trägt natürlich nur die angesagtesten und modischsten Kleider. Wie man sehen kann, hat Lori einen sehr eigenen Style. Wie sie auch selbst beschreibt, setzt sich der aus verschiedenen Styles zusammen, was auch sie in der Modewelt zur Modeikone macht. Was mich bei Lori sehr inspiriert, ist auch hier wieder die ausgefallenen Kleider, die ausgefallenen Kombinationen von den Top-Brands, aber auch von unbekannten Brands. Und auch die ständige Innovation. Man sieht die zusammengesetzten Outfits, die Styles, welche eine hohe ständige Innovation fordern, die sie natürlich braucht, um ihr Business erfolgreich führen zu können. Nummer 4: F. Bravado. F. Bravado ist ein amerikanischer Modedesigner, der sein Label Who Decides War 2015 gründete. F. Bravado ist bekannt dafür, dass er eine Marktlücke mit seinem Style gefunden hat, und auch er designt die komplett ausgefallensten Kleider, die man sich nur vorstellen kann. Welche für mich total meinem Geschmack entsprechen, denn er bleached, er destroyed. Er macht verschiedene Patchworks mit Jeans oder Jeansjacken. Bei ihm fasziniert mich speziell die Idee von seinen Kleidern. Es ist etwas komplett Neues, das man zuvor noch nie auf der Straße gesehen hat. Der Designer von Louis Vuitton, Virgil Abloh, wollte sogar eine Kollaboration mit ihm machen. Nicht nur Virgil Abloh wurde auf ihn aufmerksam, sondern auch diverse Designer oder Rapper, die auch jetzt seine Kleider regelmäßig tragen möchten. Was natürlich dazu führt, dass F. Bravado's Reichweite immer mehr steigt. Nummer 5: Alan Onya.
Alan Anya ist ein Fashion-Blogger und ein Mode-Influencer. Alan Anya wurde mit YouTube-Videos bekannt und mit diversen Posts auf Instagram. Das Spezielle an Alan Anya ist, dass er immer, wenn ein neues Piece von einem bekannten Designer erscheint, er das auf seine ganz eigene Art präsentiert. Er zeigt den Leuten mit seinen ausgefallenen Ideen, wie man die neu erschienenen Modepieces tragen könnte, was schnell für Aufmerksamkeit sorgte und ihn zu einem sehr erfolgreichen Mode-Influencer machte. Dies führte dazu, dass Alan mittlerweile sein eigenes Modelabel hat und sehr erfolgreich mit seinem Label ist. Das war's auch schon mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch alle Links wieder hier unten in die Beschreibung packen und dann könnt ihr gerne selbst auch mal nachschauen gehen, was das genau für Leute sind. Und vielleicht inspirieren auch euch diese Personen, diverse Kleider zu tragen oder Outfits zu kombinieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Sayonara.